So, jetzt danke ich mich hier bei dem kleinen Gruß für die achtsame Aufmerksamkeit für das, was wir vorstellen wollten, und lade ein, uns Fragen zu stellen. Bitte schön. Ich finde ja die Vollfinanzierung der freien Schulen ein richtiges und wunderbares Ziel. Aber das ist aber, wie realistisch ist das? Und ich fände ein realistisches Ziel. Wir haben jetzt bei uns, glaube ich, so was 65% Finanzierung und die ganze Schulen gehen in Sachsen. Aber wenn wir sagen würden, wir möchten, dass wenigstens 80% oder 85% finanziert werden, damit eine solche Zahl mal öffentlich wird, denn in der Öffentlichkeit sagt der Senat ja immer, wir kriegen ja 93%. Wird verschrieben, dass es nur für die Personalkosten ist. Es wird also sozusagen öffentlich gelogen an der Stelle. Und ich finde eine Initiative, die sagt, wir wollen wenigstens 80 wie in Hamburg oder 85% haben, sozusagen greifbarer für die Mehrheit der Menschen, die auch an staatlichen Schulen sozusagen auf der Vertretungsbank zu werden. Also für die Mehrheit der Eltern wäre ein solches Ziel meiner Ansicht nach greifbarer. Ja, und würde die Lüge mit den 93% beseitigen. Ja. Dankeschön. Weitere Fragen, Anregungen? Bitteschön. Bei dem ersten Punkt, den Sie vorgetragen haben, war meine Sache nicht klar, mit dem, dass jede Schule ihren eigenen Abschluss haben soll. Und dann immer noch die Möglichkeit haben, also dass die Schüler noch die Möglichkeit haben, in Berlin zu studieren. Was ist, wenn ich jetzt aber in New York studieren will? Dann wird ja nicht unbedingt jeder Abschluss oder jeder individuelle Abschluss an diese Schule angenommen. Was ist da gedacht? Danke. Ja, bitteschön, kurz. Gute Frau. Ich habe schon angedeutet vorhin, dass das Gebiet der pädagogischen Freiheit das Schwierigste ist, um auch gute praktische Umsetzungsvorschläge zu erarbeiten, wie zum Beispiel auf dem Gebiet selbstständiger Organisation, wo wir jetzt mit der Rechtsfähigkeit, mit der rechtsfähigen Körperschaft öffentlichen Rechts, die wir vorschlagen, mit der Stärkung der Schulversuche, ganz handhabbare Vorschläge meines Erachtens gefunden haben. Auf dem Gebiet der pädagogischen Freiheit, wie gesagt, ist es schwieriger, weil eben das Schulwesen eben zusammenhängt in ganz Deutschland oder eben auch international. Da kann man jetzt also für Berlin allein, sagen wir mal, nur in begrenztem Umfang vorankommen und muss gucken, dass eben auch in anderen Bundesländern oder auf Bundesebene solche Entwicklungen in Gang kommen. Es ist in der Tat so, wenn hier in Berlin ein alternativer Abschluss anerkannt ist, dass er dann auch nur in Berlin berechtigt, auf eine weiterführende Schule oder Hochschule gehen zu können, dort anfangen zu können, ein Jahr lang da zu studieren. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass eben auch aus anderen Bundesländern Menschen mit einem alternativen Abschluss nach Berlin kommen können und hier anfangen können. Also auch wenn sie in Berlin, auch wenn sie in ihren jeweiligen Bundesländern dieses Recht noch, also diesen Fortschritt noch nicht gemacht haben oder diese Möglichkeit in anderen Bundesländern, also unabhängig vom Abitur auf die Hochschule zu gehen, wenn das in anderen Bundesländern nicht besteht, in Hessen oder in Baden-Württemberg, dann können sie eben nach Berlin kommen und hier studieren. Das wäre dann also, sagen wir mal, das ausgleichende Gegenbild dazu. Ja, meine Frage war eher konkret, was passiert, wenn ich hier in Berlin zwar zur Schule gehe, aber dann sehr sicher nicht hier studieren will, was ja in meinem Fall so ist. Also auch nicht in Deutschland und auch nicht in Europa. Also dann zu einem ganz anderen System. Und dann ist meine Frage, so könnte man, ist es möglich, dass alle Schulen zwar einen individuellen Abschluss haben, der allerdings unter eine Kappe gebracht wird, sodass auch anderen Kompetenzen studiert werden kann, damit es möglich ist? Die Idee dahinter ist eigentlich auch nicht die, dass man das festklopft und vorschreibt, dass jetzt so das passieren soll, sondern eigentlich ein Impuls, dass vielleicht Schulen sich überlegen, wie kann ich
Kindern, die anders lernen als nun gerade der Fünfte-Anfang-Orient, aber Qualitäten haben, die sie in diesen Anschauungen einbringen können, kann ich denen den Weg eröffnen, dass sie auch studieren können. Das muss nicht ein flächendeckender Abschluss sein. Es gibt ja jetzt schon Gymnasien, die zwei Abschlüsse ermöglichen, zum Beispiel französische Gymnasien zum Beispiel. Man kann ja sich denken, dass eine Schule sagt, wir bieten ein Abitur an, aber wir bieten für diese Schüler, die in andere Wege gehen, diese Art von Abschluss. Ja, ich werde mit die mit über der Stefanie Lenzen, das ist eine FDP, und wir unterstützen, wollte ich ganz klar hier auch deutlich sagen, wir unterstützen hier sehr viel dieser Ideen, wir haben ja vorhin auch genannt, die letzte Anhörung im Abgeordnetenhaus, die Schülerkostenberechnungen und so weiter, das finden wir alles, ja, es ist richtig und wichtig und eben auch das Prinzip mehr Freiheit hier an Berliner Schulen, an staatlichen Schulen auch zu gewährleisten. Ich fand die Frage von Ihnen eben eigentlich auch sehr richtig und sehr zielführend, weil denn das ist auch das Einzige, wo wir persönlich auch so Probleme haben mit dieser Initiative, weil ich schon denke, dass man das auch in ihrem Sinne eventuell auch wirklich ausgleichen sollte und könnte auch, aber dann müsste man es auch offensiver vertreten. Wir können, glaube ich, gerade den jungen Menschen nicht zumuten, zu sagen, wir sind jetzt an einer Schule, wir machen in Berlin Abitur, ergo bleiben wir hier in Berlin und ein internationales Studium ist uns eigentlich gar nicht möglich aufgrund dieser Tatsache. Ich glaube, das ist die Zumutung oder wäre eine echte Zumutung für die Schüler, würde diesem Projekt auch, glaube ich, schaden, wenn wir nicht zumindest eine Basis hätten von wirklich dann auch vergleichbare Prüfungen, die eben national, aber auch international Stand erhalten. Und vielleicht kann man da auch noch in einen intensiveren Austausch treten. Vielleicht, oder ich glaube sogar auch mit Schülern und Schülerinnen, weil da die Bedürfnisse auch weg von jedem gedanklichen Überbau oder von mit jeglicher Gefahr, dass da Ideologie mit ins Spiel kommt, sondern wirklich von unten her zu sagen, was wollen wir eigentlich und wo liegen unsere Bedürfnisse? Ich glaube, das wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie da auch noch weiterdenken würden. Genau, wir werden noch einige Veranstaltungen haben, wie zum Beispiel am 4. und 5. Mai, wo Raum ist, die interessante Frage zusammen mit Herrn Stüttgen, unserem Gast, zu diskutieren. Am 4. und 5. Mai Vortrag, Seminar, Leistung und Qualität, da passt das wunderbar rein. Ja, das schließt auch direkt an. Also ich kann es in der Tat, ich bin unter anderem Lehrerin, aber auch in der Erwachsenenbildung tätig und mache jetzt auch eine waldorfpädagogische Ausbildung. Ich wollte da auch anschließen, weil ich das auch einen ganz, ganz wesentlichen Punkt halte. Für mich spricht aus der Frage dieser Schüler hier einfach so A, eine Weltoffenheit und B, auch eine Haltung, die vielleicht wirklich endlich schafft, ne? Dieses Denken in diesen Kategorien, ab Dings, Bums, dieser, jener Abschluss aufbricht. Ich glaube, dass wir es an der Zeit hin, dass unsere Generation, die ja auch noch in diesen alten Strukturen denkt, endlich mal sich hinterfragt, brauchen wir überhaupt vergleichbare Prüfungen wie AB oder wie auch immer. Ich nenne ein Stichwort, das heißt Portfolio-Methode, man kann darüber nachdenken, wie man lernen dokumentiert anders in Form von zentralen Prüfungen. Wie sich Schüler mit den Lernleistungen oder Lernergebnissen gegenüber egal welcher Institution oder Firma so präsentieren können, dass da der Mensch mit dem, was er individuell kann und gelernt hat, sichtbar wird und nicht Noten als Bewertungen irgendwelcher vereinheitlichten Prüfungsabfragen. Und das sind Dinge, über die man, glaube ich, im Zusammenhang mit freiheitlichem Lernen unbedingt auch noch stärker in die Öffentlichkeit bringen kann. Brauchen wir überhaupt dieses zentralistische? Also ganz konkret, wenn jemand an der Schule XY in Berlin Abschluss gemacht hat, wie kann sich diese Person mit dem, was sie kann, an einer New Yorker Hochschule so präsentieren, dass die New Yorker Hochschule sich ein Bild machen kann von diesem Menschen und dem, was er kann. Darum geht es doch eigentlich und nicht um irgendwelche Punkte oder Noten oder Abitur und sonstige Abschlüsse. Darum geht es doch. Man kann auch über egal wie vereinheitlichen Noten und Bewertungen niemals sehen, was der individuelle Mensch dahinter ist.
Und darum soll es eigentlich gehen, sowohl für die Institutionen, die Schüler sozusagen in die Welt entlassen, als auch für jene Institutionen oder Firmen, die diese jungen Menschen aufnehmen, um sie entweder ihnen weiteres Lernen zu ermöglichen oder deren Talente nutzt, um sie sozusagen dann auch für die eigene wirtschaftliche Tätigkeit einzusetzen. Also das sind, glaube ich, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den ich wirklich sehr begrüße, dass es so in dieser Form gestellt worden ist. Und das ist ein wichtiges Thema, das, glaube ich, wir im Zusammenhang mit dieser Initiative auch diskutieren könnten. Gut, vielen Dank, Frau Klotz, für den konkreten Ansatz. Ich habe noch zwei Meldungen. Herr Seifert. Ein ganz groß in Ergänzung von dem, dass wir es wirklich als gesellschaftlichen Prozess sehen, wo wir uns Gedanken machen müssen als Gesamtgesellschaft und nicht nur die Eltern für die Kinder oder wie auch immer. Welche Eigenschaften brauchen wir in dieser Gesellschaft und zwar, man kann vielleicht sagen, weltweit, damit unsere Kinder die Welt in Zukunft besser werden lassen oder gut werden lassen? Und diese Frage, und das wäre vielleicht ein konkreter Ansatz, die sollte man also auch ganz konkret vor Ort stellen und evaluieren. Also wir haben in Sachsen zum Beispiel mit der Handwerkskammer, welche Eigenschaften wünschen wir uns besonders oder mit den Unternehmen, dass wir wirklich auch da letztendlich auch Argumente für die Generation finden, die eben häufig noch in der eigenen Entwicklung hängen geblieben ist, die sich gar nicht vorstellen können, dass die Zeit sich so entwickelt hat, wie es eben jetzt der Fall ist. Dankeschön. Herr Vogt? Ja, ich habe im Arbeitskreis oft diese Diskussion geführt, brauchen wir ein Abitur oder eine allgemeine Hochschulreife, wie man die so bezeichnet. Meine persönliche Erfahrung war schon, dass ein bestimmtes Interessensgebiet vom Schüler entwickelt worden ist. Ich habe Sport studiert an der Sporthochschule Köln, das ist eine ganz tolle Hochschule. Und ich habe aber schon bis zum 16. Lebensjahr im Sportunterricht so viel aufgesaugt, dass ich die Prüfung da locker geschafft habe. Damit möchte ich nur sagen, dass jede Hochschule heute schon prüft und wenn sie es nicht direkt und offen macht, dann wird sie es in den ersten 2 bis 3 Semestern tun, ob man tauglich ist oder nicht. Also es ist eine Illusion zu sagen, ich habe ein Abitur, ich darf weltweit studieren. Die Realität sieht so aus, dass wir sowohl die Sprachkenntnisse brauchen, wenn wir in den englischen Sprachraum gehen, wenn man in Französisch studieren möchte, muss man gut Französisch können, extra Tests bestehen. Und wenn man Sport studieren möchte, muss man wirklich gut in Sport sein. So viel dazu. Dankeschön. Dankeschön. Dann gab es hier noch eine Meldung. Ja, also von dieser Anwendung mit dem, ich kann mir von Arti. Ich fand diese Anregung mit einem quasi Portfolio, dass jeder seine Leistungen sozusagen immer in irgendwelchen bestimmten, weiß nicht, kann man sagen, Bild und Text, nein, also dass jeder frei ist, bestimmte Leistungen in bestimmten Zeiträumen zu erbringen und dafür dann irgendwie in Anführungsstrichen ein Häkchen kriegt oder ein bestimmtes Modul, was er macht. Das finde ich eine sehr gute Anregung. Aber ich glaube, man müsste auch für die Akzeptanz dieser Bewegung sehr unterscheiden zwischen kurzfristigen und langfristigen Zielen. Und ein kurzfristiges Ziel kann wahrscheinlich nicht sein, jede Schule macht ihren eigenen Abschluss, weil dann kommt man eben zu solchen Problemen, dass ein Schüler aus Berlin sagen muss, ich kann leider nicht irgendwo anders studieren, sondern nur in Berlin. Und das ist irgendwie nicht das, was ich will. Insofern, das würde ich klar unterscheiden. Das ist ein langfristiges Ziel, darauf will man hinarbeiten, um bestimmte Sachen sicherzustellen, die im Moment fehl laufen. Also man sagt einfach, dieses Leistungsprinzip bringt so viel Druck, dass es die Freude am Lernen und. Auf der anderen Seite aber eben sehen, das ist das, wo wir letztlich hinwollen, dass im Vordergrund der Spaß, die Motivation, das Interesse und das für jeden Schüler auch individuell an, was weiß ich, an einem bestimmten Zeitpunkt ist. Also der eine hat gleich die ersten 6 Schuljahre wahnsinnig viel Spaß an Mathe, macht da alles durch und dann widmet er sich erst Deutsch oder umgekehrt. Also solche Probleme gibt es ja schon an anderen Schulen, aber dass man da eben und ansonsten wollte ich noch sagen, was ich ehrlich gesagt wichtig finde, wäre die Eltern mit einzubinden. Und ich finde es eine Katastrophe, wenn ich, das höre, ich bin selber Elternsprecherin in mehreren Klassen und ich kenne dieses Problem, dass ich immer erstmal keiner bereit erklärt, damit zu machen. Ich finde, man muss wirklich das einfordern. Also es ist einerseits
gut, einerseits ist dieses, dass man sagt, okay, Eltern, kommt mit in die Schule, macht dies und das und jenes, was in vielen Privatschulen ja so läuft, wie gerade in Waldorfschulen. Andererseits ist es aber auch das, dass man den Eltern die Angst nimmt vor der Schule. Und das erlebe ich ganz viel, dass Eltern entweder geprägt sind durch eigene Ängste, die sie mit der Schule verbinden und die sie daran hindern, in die Schule zu kommen, oder dass sie sagen, ach, das ist die Sache meines Kindes und mein Kind will ich gar nicht haben und so weiter und so fort. Also das ist viel. Und ich glaube, das ist auch eine Arbeit, die man nicht außer Acht lassen sollte. Mhm, vielen Dank. Ich lade ein, am 4.5. das Thema in unserem Seminar gerne nochmal aufzugreifen. Und jetzt warten draußen am Märchenbrunnen noch weitere Schülerinnen und Schüler der Netzwerkschule und möchten gerne mit uns zusammen aufs Foto. Geht hier einmal durch den Hof, durch den Haus. Genau, da gibt es dann die ersten Unterschriften, wo ich auch alle ganz herzlich einlade, mit auf unser Papier zu kommen.